Das ist das Beste. Das ist absolutes Beste. Huah. Servus, Dartkollege. Vor etwas über einem Jahr hat mich mal der Julian vom Kanal Dati-8 angefragt, ob ich mit ihm zusammen ein Video machen könnte. 10 Dinge, die ein Darter nicht sagen würde. Da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und ich habe dann 5 kleine Clips produziert, die ich ihm dann geschickt habe und er hat was draus gemacht. Und diese Clips habe ich in der letzten Zeit selbst mal released. Die wurden sehr, sehr häufig geklickt, auch bei Instagram. Und da habe ich mir gedacht, da gucken wir uns jetzt mal zusammen das endgültige Video vom Julian an, machen ein bisschen Reaction drauf. Und da seht ihr nämlich auch noch die 5 anderen Clips, die er gedreht hat, die es natürlich auf meinem Kanal jetzt so nicht gibt. Und wir gucken mal, wie er das Ganze dann kreativ noch umgesetzt hat. Jetzt drücken wir mal hier auf Start und dann geht's los. Manchmal haben wir so Situationen, wo wir uns fragen, würde das ein richtiger Darter auch so machen? Ja, keine Ahnung. Deshalb hier das Video 10 Dinge, die ein Darter auf gar keinen Fall machen würde. 10 Dinge, die ein Darter auf keinen Fall machen würde, sagt er. Und ich finde schon das Bild am Anfang sau cool. Da mit der Duplo-Stange da. Und ich mit dem Morph-Suit. Das ist natürlich extrem klasse. Das soll einfach so den typischen Dart-Zuschauer im Publikum repräsentieren. Da sind ja auch alle immer verkleidet. Und ich habe da einfach mal meine Lieblingsverkleidung rausgeholt. Da unten bin ich auch noch mal, sehe ich gerade. Ja, da habe ich mir auch die Haare so ein bisschen fancy gemacht, wie so ein Peter Wright-Imitator. Obwohl ich nicht so gut spielen kann wie Peter Wright. Auf jeden Fall, jetzt gucken wir uns das Ganze an und schauen mal die 10 Dinge an, die ein Darter nicht sagt. Und deshalb hier das Video 10 Dinge, die ein Darter auf gar keinen Fall machen würde. Viel Spaß Ein Intro hat er auch. Ich glaube, das hat er gar nicht mehr. Oh? Seven score. Jawohl, schöner Unterübergang. Das finde ich cool. Das finde ich echt cool. Da hat das Video kurz gehangen, aber das liegt an meinem Rechner hier. Er hat dann immer am Schluss nochmal so eine, weiß gar nicht, wie man das nennt, nochmal rangezoomt. Ein Endbild hier projiziert. Schöner Hunderübergang. Und immer gut getroffen auf jeden Fall. Schöner Hunderterwechsel. 85. Julian, du hast jetzt 23 Rest. Gecheckt. Jetzt beginnt Michael. Der Julian hat sich natürlich auch was ausgedacht. Schickes Hemd angezogen. Wahrscheinlich seinen Kommunionanzug oder Konfirmation. Ach so, ne, sowas hat er nicht. Ich glaube, der hat so ein. Ah, wie heißt es hier im Osten? Jugendweihe. Jugendweihe heißt es. Vielleicht ist es der Anzug von der Jugendweihe, ich weiß es nicht genau. Ja, es geht wohl ums Deutsch Callen, ne? Ja. Heute bleibe ich mal nüchtern. Heute bleibe ich mal nüchtern. Und schön dreimal in die Eins. Lustigerweise, das habe ich, das weiß ich noch, das habe ich in einem Take gemacht. Dreimal die 1, aber dreimal die 20, das kriege ich irgendwie nicht hin. Das ist, ja. Und ist euch eigentlich mein Mikrofon aufgefallen? Ja. Das habe ich früher in der 7., 8. Klasse im Gymnasium gehabt und damit kann man sowas aufnehmen. So eine ganz kurze Sequenz, so 10 Sekunden oder so. Und da haben wir immer Sachen drauf gesagt und das hatten wir dann unter der Bank. Und dann haben wir da unten so drauf gedrückt und dann kam das immer raus. Da haben wir dann sowas wie. Semi-humid. Dann haben wir das unter die Bank.
im Erdkundeunterricht dann da drauf gedrückt und dann war das die falsche Antwort. Natürlich. Ja, ich hatte die gleiche Idee wie der Julian. Wir haben diese Takes übrigens unabhängig voneinander gemacht und ich hatte die gleiche Idee, mir halt auch ein Hemd angezogen und ein Sakko-Dings drüber. Und ich glaube, das ist der wirklich der Firmen-Sakko von meinem Bruder oder so. Da hat er immer die gute Dinge. Ja, Uruguayer. Ey, die. Oh, ich hab 80 erst, ne? Ja, geil. Triple 18, Doppel 12. Für mein Lieblingsdoppel. So, kleiner Schnittfehler. Kleiner Schnittfehler habe ich gesehen. Hier. Lieblingsdoppel, Doppel 1 natürlich. Das wollte er natürlich damit sagen. Jetzt gucken wir nochmal. Jetzt wird er entlarvt, der Julian. Handwerklich entlarvt. 18, Triple 18. So, Doppel 12. Aha, da war schon ein Schnitt. Hat man gesehen? Das Board hat sich so ein bisschen gedreht. Also hat nicht gleich die Doppel 12. Natürlich hat er irgendwas 10 Mal noch draufgeworfen, bis er sie hat. Und dann hat es dann reingeschnitten und dann aber hätte er das ja auf der Doppel 1 wieder so machen wollen, aber jetzt sehen wir hier, zack, oh, da hat sich nochmal was ganz, ganz gravierend geändert. Hier hat sich das Board wieder zurückgedreht. Doppel 12, zack. Ah ja, guck mal, die 18, die steckt ganz anders jetzt. War doch kein Schnittfehler. Ich habe gedacht, da wäre die Doppel 12 irgendwie, die Pfeile wären nochmal geflogen. Nee, die sind nicht nochmal geflogen, nur es war wieder ein Schnitt. Ja, okay. Nee, es war doch kein Schnittfehler. Julian, ich nehme alles zurück, aber ich lasse es jetzt trotzdem drin, weil es ist ja eine Reaction. Und die soll ja sozusagen live sein. Ich liebe Doppel 1, ja, wie jeder so, Dutch. Nee, erstmal aufwärmen. Das ist am besten. Erstmal aufwärmen. Ich tue das mal weg, da seht ihr auch das Vollbild. Ich will sowas unbedingt mal wieder machen. Also nicht aufwärmen. Das ist das Beste. Das ist absolut das Beste. Und genau da hält er das Video an und schnippt es da so rein. Das ist unglaublich. Das ist so gut. Gut, Schmiss, lass die Pfeile fliegen. Dann lass die Elefanten trompeten, ne? Gut, Schmiss, lass die Pfeile fliegen. Lass die Elefanten trompeten, also irgendwelche deutschen Aussagen. Und da halte ich es jetzt an, weil das habe ich extra gemacht und es war live. Das war wirklich, als ich das gedreht habe, war wirklich gerade Nations League am Laufen. Und da spielt halt Georgien gegen Gibraltar. Und das ist natürlich viel spannender als Dart. Und die Frisur! Die Frisur! Echt geil! Ja, okay. Hier. Julian ist übrigens Linkshänder, habt ihr ja aber sicherlich schon gesehen. Jetzt hat er aber ein anderes T-Shirt an. Gerade hat er doch noch das schwarze T-Shirt an. Du kannst hier nicht essen. Achso, das soll der Gegner sein wahrscheinlich. Ich esse während des Spiels. Ah, ja, jetzt habe ich das kapiert. Der mit dem schwarzen T-Shirt war der Gegner, der sagt gut Darts und wirft. Und der im orangenen T-Shirt, das ist der isst. Jawohl. Und der nervt den dann mit seiner Esserei. Aha. Gibt's es? Habe ich bei uns in der Liga noch nicht gesehen, dass jemand gegessen hat tatsächlich. Dann nimm doch mal ein paar andere Darts.
Also ich bin mit meinen Darts zufrieden. Ja, die Musik ist schon gut. Das ist auch gut. Die 57, die er wirft, die ist eigentlich voll cool. Zack, die stecken schön nah beieinander. Und wenn man jetzt den Caller sieht, dann stecken die ganz anders. Ich habe das immer halt so gemacht, dass ich es nebeneinander geschnitten habe. Dann war es egal. Dann habe ich einfach das Standbild von der Dartscheibe genommen und habe dann den Caller neben dran hier so gucken lassen. ja klar, so und dann wollte er sich wahrscheinlich nicht nach jedem Wurf umziehen und dann den Call drehen und dann sich wieder umziehen und dann nächste Aufnahme werfen. Ist natürlich auch Quatsch und ja, dem ist es wahrscheinlich geschuldet. Also 57 stimmt auf jeden Fall. Oh jetzt, Triple 19, jetzt noch online, komm. Ah! 133. Ah, da, wo ist der hin? Der dritte ging doch nach unten. War der überhaupt drin? 95. Ja. Oh. Ich spiele mir die 19. Ja. Finde ich jetzt, das ist eine Sache, die ich ganz lang gesagt habe und die ich auch ganz lang ernsthaft und absichtlich gemacht habe, weil ich einfach Statistiken führe. Und wenn mein Score über die 19 einfach besser ist als über die 20, und zwar über, was weiß ich, 2000 Aufnahmen hinweg, dann gibt es doch auch Sinn, über die 19 zu scoren. Weiß ich nicht, was jetzt dagegen spricht, über die 19 zu scoren. Vielleicht kann Mr. Julian oder auch jemand anderes noch in die Kommentare reinschreiben, was dagegen spricht, über die 19 zu scoren, wenn der durchschnittliche Score einfach höher ist als auf der 20. Ja, abonnieren natürlich. Abonniert bitte den Julian, wenn ihr den noch nicht abonniert habt. Der überholt mich nämlich jetzt bald. Der ist nur noch 200 Abonnenten, glaube ich, hinter mir. Und dann kommt er und überrollt mich und wird dann noch als erstes die, also vor mir noch die 1000 erreichen, bevor ich die wahrscheinlich kriege. Der ist nämlich sehr kreativ und es soll einfach auch so ein bisschen ein Anreiz sein. Wir sollten mal wieder was zusammen machen. Nur du hast immer die kreativen Ideen. Deswegen weiß ich nicht. Aber mir fällt gerade was ein. Vielleicht machen wir nochmal irgendwas, vielleicht habe ich auch eine Idee. Also, wir schreiben auf jeden Fall und ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr mir jetzt diese Playlist, die ich jetzt euch nochmal unten einblende, die nochmal durchguckt. Da sind nochmal meine 5 Schnipsel im Einzelnen und dann das, was der Julian mit seinen 10 Dingen, die kein Dartspieler sagt, daraus gemacht hat. Ich freue mich, dass ihr jeden Mittwoch 19:30 oder natürlich irgendwann im Laufe der Woche einschaltet, mein Video schaut. Gerne noch den Kanal abonnieren und die Glocke anschalten, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich wünsche euch bis zum nächsten Video. Good Darts!